Martha und Maria. Es geschah aber, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sagte: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werden wird.